I forgive you. This time. Ah, oh, schön mit Rosenblättern. Dieser John Cavett ist schon ein Schnuckelchen. Das sieht aus wie der Papst. Ja, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wanked. Erstmal Fred ablegen. Fred muss überraschend kommen. Weißt du, jetzt haben wir Yennefer, aber jetzt haben wir keinen einzigen Bären auf der Hand. Pistore würde ich ganz gerne behalten. Wir haben jetzt 3 Langschwerter. Wir brauchen keine 3 Langschwerter. Dann leg eins ab. Und Schiff. 2 Schiffe. Das ist gut. 2 Schiffe, 2 Langschwerter, 2 Hunter. Okay. Okay. Wer da gemischt hat. Oh, guck mal, wir haben alle 5 Teile von Skelliger auf der Hand. Oh, wir haben gewonnen. Wir könnten den theoretisch jetzt kaputt hauen. Das ist nicht Yu-Gi-Oh! Aber wir könnten ihn trotzdem kaputt hauen. Wollen wir es tun? Aber dann haben wir Eskel rausgehauen. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist blöd. Dafür haut man kein Eskel raus. Vor allem, er wird wahrscheinlich sowieso noch mehr Brigaden haben. Den würde ich ganz gerne kaputt hauen. Aber ist ja schön, dass er unseren schon mal geschwächt hat. Alright. Müssen wir uns eigentlich bedanken? Ist voll Knorke von ihm. Nilfgaard! I promise you a quick death. Ich wollte gerade sagen, hat der nicht mal weniger Schaden gemacht, aber das war ja auch der Archer, der... Ja, das war der Alte. Fick Ciri. Was? Fick Ciri? Fake Ciri. Du musst echt was an deiner Aussprache tun. Fick Ciri, naja. Fake Ciri, die könnt ja, bufft sich jede Runde halt. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr verstanden habt. Also ich habe was nicht so Tolles verstanden. I shall be your eyes, my lord. Jetzt bombardiert der dich aber. Können wir was gegen Ciri machen? Eigentlich nicht. Wir könnten jetzt passen, damit sie jetzt halt rübergehen. Wir würden zwar die erste Runde verlieren, aber wäre das kritisch? Wir passen mal. Wir haben halt noch 14 Stärke, er muss noch mindestens eine Karte ausspielen, wenn er die Runde haben will. Und ich denke mal, er will die Runde haben. Jetzt muss er noch eine Karte ausspielen. Warum hat er das sich getan? Sich das so gelohnt hat? Er hat eine Kuhwerfer gespielt. Ja, warum? Naja, weil, Tunnel acquired. Jetzt hat er halt einen Overkill, aber einen deutlichen. Ja, aber trotzdem. Naja, einen richtigen Overkill, der Neuner geht ja auch noch weg. Hat ihn jetzt aber in der letzten Runde auch nichts mehr gebracht, also. Okay, ja, 2 Karten weniger. Fake Ciri ist halt eine nicht so schöne Karte, aber ich meine, die hat uns jetzt nicht so geschadet. Das Dumme ist halt wirklich nur, wir haben Eskild schon weggehauen, ne? Ich finde auch aber nicht, dass man Fake Ciri in der ersten Runde spielen sollte. Die ist für die letzte Runde ganz gut so. Na. Aber gut, das Deck kann jetzt nicht wirklich mit der umgehen, sage ich mal. Wir haben eine ganz gute Hand, würde ich sogar so behalten. Die Frage ist, was er jetzt tut. War klar. Er passt. Den Bär würde ich eigentlich sogar fast ganz gerne noch behalten. Das ist halt so das Problem, aber wir haben noch 2 im Deck, ne? Heiligt your heart! Der Bär ist halt, also wir können die Bär mit Yennefer triggern. Und wir könnten, aber wir könnten den Bär halt auch noch retzen, aber dann müssten wir halt eine Priesterin ziehen. Okay, wir haben noch einen Bär, ist gut. Weil mit Restore würde ich den Bär ungern. Das Problem ist jetzt nur, wenn er unser Schiff kaputt macht oder so diese Kombi-Lock mit den Great Swords, das ist auch nicht so toll, aber. Das ist halt das Deck, da muss man halt mit leben. Heiligt your heart! Es wäre schön, wenn mir wieder Fred spielen würde und er würde passen. Oder aufgeben. That is what you folk lack. Wir können ihn nicht kaputt machen, ne? Nee. Leider nicht. I will flop off 3 heads with one blow. Ich glaube auch nicht, dass der Hagesturm noch irgendwie richtig gut kommt.
kannst du irgendwas Geringeres spielen. Das Schiff macht das kaputt nächste Runde. Und wenn er das Schiff kaputt macht, dann benutze ich halt den Hunter, um die Ratte kaputt zu machen, da den Kuhkadaver. Aber nächste Runde triggert der doch schon, oder? Nee, der triggert am Ende der Runde. Achso. Es war mal am Anfang, da war die Karte aber noch ziemlich stark, da wurde ja halt fast dreimal gespielt. Kalt. Okay, jetzt macht er den Spion kaputt. Das heißt, ich benutze jetzt mal einen... ich benutze Restore. Belebt ein Schiff wieder. Spiel das Schiff gleich und spiel es hier. Damit hat er sich halt selber kaputt gemacht, irgendwie auch ein bisschen. Okay, er kann das Schiff resetten, das ist aber nicht schlimm. Ich würde fast für die Melee-Reihe den Hagelsturm benutzen. Ich überlege, ob ich jetzt Yennefer spiele, aber... wir spielen erstmal den Hunter. Ah, Yennefer. Er hat halt noch sein Leader, aber wir haben auch noch unseren Leader. Und wir wissen ganz genau, was wir mit unserem Leader anrichten können. Fred ist kein Witz. Ja, es ist halt wirklich so. Fred ist halt verdammt mächtig. Fred ist Realität. An interesting choice. Da brennt sich was weg, okay. Er muss die nächste Karte spielen. El Hertha. Okay. Den Pekinier kriegen wir nicht weg durch die Rüstung. Das heißt, der wird jetzt noch die anderen aus dem Deck rufen. Ich nehme aber mal vielleicht an, dass er noch einen von denen auf der Hand hat. Ja. Die Chance ist relativ groß. Die Frage ist, was spielen wir jetzt? Wenn wir jetzt Yennefer spielen, haben wir sogar ganz gute Karten eigentlich. Yennefer zieht halt jedem 2 ab. Wir haben gleich viel Kreaturen dann auf dem Feld, aber bei uns ist dieses Abziehen eher auch noch ein Buff. Und da wir jetzt in den nächsten Runden, also mit den nächsten Karten immer 2 rufen, würde ich Yennefer jetzt spielen. Das ist halt doof, dass er die Da hat der Hagelsturm richtig fruchten. Jetzt kommt Fred. Wir machen den kaputt. Wir schwächen noch ihn. Da wird unser Hunter nämlich noch einmal gebufft. Yes. Okay, er hatte keinen von denen auf der Hand. The common folk. I care for them. Dankeschön. Ja, das Schiff stärkt sich halt. The goddess protect you from all evil. So, das könnten wir jetzt noch retzen. Wir könnten Assassin retzen. Assassine wird uns aber nichts bringen. Wir könnten uns einen Emissary retzen. Der würde uns aber auch nicht so viel bringen. Ich würde fast sogar retten sagen... Du rettest den neuen, aber es bringt auch nicht so viel. Nee. Alle Karten sind, sage ich mal, okay-isch. Wir könnten auch einen Besseter und könnten einen boosten von uns. Ja, mach doch. Ich glaube, das Beste. Gurak! Ah, Mist. Ich habe den falsch gespielt. Ich hätte ihn hier in die vorne reinspielen müssen, dann hätten wir mit dem Hagelsturm noch einen Schaden. Hätte sie Frieda geboostet. Wield my magic. Hätte aber nicht gereicht, wir haben noch einen Hagelsturm so. Der trifft zwar die Goldkarte nicht, aber trifft alles andere drumherum. Ja. Und das resettet sich nochmal, das Langschwert. Sehr schön. Ich liebe dieses Fred. Fred macht die Party. Fred ist einfach Fred. Also wenn es eine Karte geben müsste, Skellige, die ich liebe, dann ist es Fred. Wenn du heiraten möchtest, dann ist es Fred. Ja, Fred. Ich würde mit Fred sofort Kinder kriegen. Tut mir leid, da steht jede Frau große, an. Bärtige Kinder. Richtige Monster. Die werden dann Bären. Fred ist einfach mein Mann. Na gut, wir sehen uns. Gott. Uiuiui. Wir sehen uns nächste Runde wieder. Bis gleich. My folk have suffered much. You want peace? Fight for it. Okay, wir spielen gegen Movement. Oder was ist das denn für ein Name? Xivavol. Weiß ich nicht. Okay, Den wird's weg. In der Hoffnung,
dass wir es schaffen. Wenn nicht, haben wir immer noch unsere Battling Rams, ne? Ich würde fast sogar das Commander's Horn ablegen. Trollolol ist okay. Shani haben wir noch nicht, ne? Ne, wir haben... Nee. Shani haben wir noch nicht. Hagelsturm. Hagelsturm. Hagelsturm ist bei dem Deck mal schwierig. Wenn erste Runde. Wenn nicht, können wir es immer noch ablegen. Aber ich würde vielleicht sogar einen Rüstungs-, einen Kavalier erstmal ablegen. Beaver Scout ist auch okay. Ist aber wieder dieser obligatorische Satz, fang mit Trollolol an, aber wollen wir das wirklich tun? Nee, fang mit Trollolol an. Ja, es gibt halt viele, die sagen, man muss in diesem Rüstungsdeck mit Trollolol anfangen. Oh, gut. Der Mann hat ja nie gebrochen. Ich meine, bis jetzt hat es auch immer ganz gut geklappt, ohne dass wir mit Trollolol angefangen haben. Fight for it. What do you want? Salutations. Perfekt. Es hat immer so einen risky Move, ne? Das stimmt schon. Es ist ein risky Move, aber... Oh, Lambert. Das ist das erste Mal, dass ich Lambert wirklich sehe. You can try to win them all, but you won't. Ja, macht aber nichts. Okay, wir haben keinen Clear. Ich würde einfach sagen, wir rufen jetzt noch einen von denen. Weil dann kriegen die halt nochmal wenigstens Doppelbuster. Dann lass den Frost jetzt halt ticken. Lass den Frost Frost wir haben, sein. Wir haben schön viel Buffs. Schade, dass wir das Commander's Horn abgelegt haben. Why have you summoned me? Overdose. Okay. Er kommt bis jetzt ganz gut mithalten. Wir können jetzt halt natürlich Kira Metz spielen. So, und Kira Metz benutzen wir für einen Thunderbolt Potion. Ja. I don't like men who turn me down. Das ist, glaube ich, jetzt ein ganz guter Move. Okay, er spielt nochmal einen Overdose. The time of the white frost and white das ist aber ganz gut, weil die Reihe ist jetzt ein bisschen Hagelsturm anfälliger. Und er trifft natürlich genau die mit der Rüstung. Was auch sonst. Battling wäre mir jetzt auch eine ganz gute Option, aber wir kriegen dadurch keine weiteren mehr aus dem Deck, ne? Wir können jetzt halt auch Trollolol spielen, aber wir haben keine Shani. Wenn ich jetzt Dijkstra spiele, habe ich Angst, dass ich was Falsches rufen kann. Wenn du aber halt Trollolol spielst, du weißt nicht, wie lange die Runde noch geht, ob Trollolol dann halt noch richtig effektiv ist. Vor allem, wenn ich Trollolol jetzt eine eher Melee-Reihe spiele. Ich würde ganz gerne Dijkstra spielen, weil wir momentan diesen Bonus haben, egal was wir spielen, wenn es ein First Light ist, ist es umso besser. Aber egal was wir spielen, es kann nur gut werden. I'm all ears. Shani wäre doof, wenn wir Shani spielen würden. Jonathan. Has yet to speak its last. Dadurch holen wir einen Commander's Horn. Der muss mit gebufft werden. Jetzt können wir auch Benedictus Trollolol spielen. Und wir holen noch einen Weaver. Hagelsturm ist jetzt auf die Reihe ganz kritisch. Das ist nur doof, dass ich John in die falsche Reihe gespielt habe. Ja. Aber ich würde nächste Runde passen. Na, er passt auch. Okay. Okay. Ja, das Problem ist halt, er könnte Trollolol noch wegmachen mit Najade-Figur. Das wäre kritisch. Ich glaube, den First Light brauchst du jetzt nicht mehr unbedingt. Ich glaube, den Hagelsturm brauchen wir auch nicht unbedingt. Wobei, ich würde vielleicht eine Kavallerie ablegen. Aber das ist auch doof. Hagelsturm. Brauchen wir den Hagelsturm? Ich lege ihn ab. Ne, ich lege First Light. Nein, oh, doch. Ist okay. In der Hoffnung, dass du nächste Runde Shani ziehst. Ja. Got business for me. Wir könnten jetzt auch knallhart passen. Dachte ich eigentlich, dass du das machst, aber du könntest jetzt natürlich ihn auch nochmal die Rüstung klauen und dann. Ich klaue ihm noch einmal die Rüstung und dann passe ich. Ryan! Komm schon, was Schwaches ab. Er hat sein Spiel abgeworfen. Aber er muss noch eine Karte spielen jetzt. Jetzt müssen wir halt Shani ziehen. So, die Chancen sind okay, sagen wir mal.
Aber so wie ich unser Glück kenne, werden wir schon nicht ziehen. Er hat halt noch den Vorteil, dass er noch seinen Leader hat. Ja, also wenn du Shani nicht ziehst, dann ist das Ding eigentlich schon gelaufen. Na, nicht unbedingt. Battling Ram. Ich überlege, was ich halt abwerfe. Hagelsturm könnte jetzt doch noch ganz gut werden. Ich lege einen Battling Ram ab. Shani. No. Boah, das war ja richtig scheiße. Wir haben keine Retzerin. Das heißt, unsere Rüstungstypen sind, useless. Tot. Wir haben nicht mal Stannis gezogen. Ja. Wobei wir können, glaube ich, Stannis noch rufen. Könnten. Das ist halt so der Vorteil. Dann ruf Stannis. Damit werden wir zwar eine Battling Ram spielen, aber dann haben wir wenigstens noch was zum Rüstungsklauen. Vielleicht hätten wir Stannis auch letzte Runde noch rausholen sollen. Das wird echt knapp, ne? Ja, wir haben noch den Hagelsturm, ne? Und wir haben noch zwei Battling Rams. Er spielt ja auch so schön alles in einer Reihe. Ich glaube, er hat noch ein Horn. Wir haben den Vorteil, dass wir die letzte Karte haben. No mercy! Oder er Toru. Okay, Isengrim. Ja, natürlich hat er Toru. Warte, keiner hat Crewman, ne? Keiner ist Crewman, okay. Wir kriegen immerhin unsere Battling Rams zum Max raus. Und der muss jetzt da noch eine Karte spielen. Similian Ward. Okay. Könnte ganz knapp werden. Wir haben natürlich die Goldkarten, weil die vom Hagelsturm nicht getroffen werden. Toru gibt ihnen zwar 14 Punkte Stärke, aber die 14 Punkte Stärke kriegen wir durch den Hagelsturm wieder weg. Dammit. Ah, Geralt könnte halt kritisch werden. Ah, er hat gewonnen. Ja. Also wir hätten halt. Thanks, mate! Wir hätten halt durch die durch den Hagelsturm hätten wir ausgeglichen, aber dadurch, dass er noch Geralt hatte, hat er gewonnen. Schade. Ja, also wir hätten nicht mit Trololo gambeln sollen. Hätten wir Shani gezogen, hätten wir gewonnen, aber wir haben mit Trololo gegambelt. So, das war der größte Fehler dieses Matches, der uns den Sieg gekostet hat. Das war mir schon irgendwie klar. Ja, passiert. Mein Gott, wir können auch mal Fehler machen. Das war's auf jeden Fall mit Grand Ranked. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.